angeknabbert und es ist Haus. Bereich sichern. Oh, Kinderzimmer, da nehme ich Spack mit. Und damit halt allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hallo, lasst mir Back übrig. Alternativ auch Fuse. Aber ich will ins Kinderzimmer eine Granate reinwerfen können. Fuse haben wir sogar schon. Termit war eigentlich bloß wichtig, wenn wir in die Garage müssten. Klar, auf der unteren Etage kann Termit immer helfen. Oben wird es schwieriger. Da musst du, wenn die im Kinderzimmer sind, irgendwie Zugang zum begehbaren Kleiderschrank bekommen. Die sind hier unten. Oh Mann. Ella haben sie auch. Okay, drei haben wir identifiziert. Und vor allem eben oben in der Leiste. Kommt das immer? Nee, nur wenn man zum ersten Mal in die Twitch-Drohne geht. Jetzt nicht die Drohne, jetzt könnt ihr weiterfahren, los. Hoffentlich sind die nicht irgendwie zum Kühlschrank gegangen. Das kommt nur beim ersten Mal, diese technische Einblendung da oben. Die ganzen Zeichenzeilen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Im oberen linken Viertel des Bildschirms. Ein Fragezeichen ist noch. Weiter zu seiner Position. Tja, jetzt kommen wir da nicht durch die Garage rein. Merrick könnte da ein paar Löcher reinhauen, aber um da wirklich reingehen zu können, dauert es lange. Und von hier aus treffe ich die Kamera nicht gut. Eher werden wir markiert, und zwar eben durch die Blätter. Wir könnten hier rein. Ich glaube, ich gehe in den Billardraum rein, denn da kann man auch die Luke aufmachen. Kann der nicht wegrobben? Ich gehe mal auf die andere Seite. Nicht getroffen. Donnert nicht. Ist er durch die Tür gerannt? In der Küche ist jemand. Hoffentlich hat das Drohne sitzen, hier keiner gehört, der direkt hier steht. Kapkamine, nein. Ein Fragezeichen ist noch. Mist, auch die Drohne ist weg. Da mache ich jetzt nicht auf. Beim Treppenhaus. Ist jetzt noch einer in der Küche? Ah, ich hätte noch so gerne eine Drohne. Oh, Fuse, mach dich mal weg. Okay, da war Ella. Da ist noch wer. Womöglich. Keine Ahnung. Deswegen schreibe ich es nicht in den Chat. Am Ende macht er da auf. Ich will bloß sagen, dass da jemand sein könnte. Lademagazin. Ist bloß ein stinknormales Polster mehr. Bei uns war richtig Polster. Ohne Schutz. Okay, jetzt reicht's. Ich treffe natürlich nicht. Nein! Hier runter zu gehen ist kacke. Das will ich nicht. Ich hoffe, hier ist nicht noch irgendwo einer oben. Habe ich das schon mal offen? Und zwar bevor ich irgendwo lang gehen möchte. Unten ist jemand. Oh Gott. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Eigener Trupp wurde eliminiert. Wie Bug da jetzt noch lag. Scheiße. Es hat richtig gefehlt, dass wir Termit nicht dabei hatten. Jetzt wisst ihr halt, warum ich immer sage, wir brauchen irgendjemanden, der Wände aufmachen kann. Und Merrick zählt auf jeden Fall nicht dazu. Kann auch ohne gut gehen, aber man hat hier eindeutig gesehen, uns hat Termit oder Ibana gefehlt. Dann können wir gleich mal weitermachen.
Und wir lassen uns wieder überraschen, was kommt. Kann ich hier den Stift wegnehmen? Oder mal zumachen. Da bestimmt den Daumen, ja, hat sie dazwischen. Oh ja, super, Turm. Ja, das ist sehr erfreulich. Wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn ich Turm besser kennen würde, würde mir die Karte auch besser gefallen. Bombe. Ich brauche irgendwas mit einem dicken Visier, weil die Räume, die sind ja schon ziemlich groß. Jetzt bei Bombe hast du zwei Räume. Und ich habe ja gleich noch ein paar Splittergranaten dabei. Wenn ich Läsion so gerade sehe, ich überlege gerade, ob ich irgendwas ganz Abwegiges, Sleeping Dogs, in meine Spieleliste der noch zu spielenden Spiele mit reingepackt habe. Da muss ich mal nach der Aufnahmesession nachgucken. Das beschäftigt mich gerade. Über uns eine Luke. Die versuche ich mal zuzumachen. Wo war hin das Treppenhaus hier? Naja. Gott. Mann, ich brauch so lange. Immerhin können die sich schon einkleiden. Und ich versuche, hier auch wieder herunterzukommen. Es bleiben 10 Sekunden. Okay, hinter dem Trenner. Versuche ich mir mal zu merken. Ist hier auch noch einer? Naja, dann komme ich jetzt irgendwie runter. Ich muss mich eigentlich vom Fahrstuhl fernhalten. Und von Außenfenstern. Ah, Fahrstuhl. Blöd. So, hallo. Ihr habt jetzt zugemacht, ja. Komplett. Hier soll noch zugemacht werden. Als Deckung, oder? Finde ich gar nicht mal so abwegig. Aber erstmal gucke ich, ob noch was anderes geht. Okay, ich mache zu. Da ist bloß eine schmale Wand, aber... Deckung ist Deckung. So, aufmachen. Müssen wir gar nicht. Wir haben ja hier schon eine dicke Öffnung. Naja. Hauptsache oben ist zu. Ich kriege mich hier eh nicht so schnell. Ah, ist eine Kameradurchfahrt. Müsste schon jemand in der Küche sein, um mich abzugreifen. Oder hier eine Granate durchrollen lassen. Und zwar über Bande. So, letztes Mal. Oh. Lass mich. Die sind ja doch schon hier drin. Oh. Das hat lange gedauert. Zum Glück wurde ich nicht umgebracht. Schwein gehabt. Ah, hier gab's Schwolle. Bringt ihn um. Ich werde offensiv. Ich hole ihn mir. Okay, überschätzt, aber Hauptsache wir haben noch gewonnen. Ich will aber ab und zu mal wieder sowas probieren, auch wenn mein letzter Ausflug, wenn ich da mit Frau Frost an Chalet denke, auch in die Hose ging. So etwas Offensivdrang will ich mir doch bewahren. Ging bei den letzten beiden Male in die Hose. In dieser Folge erst wieder gesehen. Wir brauchen unbedingt Termit. Vielleicht hat er ja gewartet, dass ich Termit nehme und dass er dann EMP mal nehmen kann. Deswegen sollte man eigentlich nicht zu lange warten. Wenn doch noch jemand frei wird oder ein anderer genommen wird, der unbedingt im Team sein soll, den man jetzt aber selbst erstmal nicht nehmen will, dann kann man immer noch wechseln. Wenn noch genügend Zeit ist. Also selbst wechseln. Erstmal auf dieser Etage. Was? Hier kommen schon eine Schussanzeige. Drohne
Das muss ja unter uns gewesen sein. Aber über uns geht nicht, da kommen keine Verteidiger hin. Also im Norden findet man immer Treppen. Das kann man schon sagen, aber der Weg dahin ist halt die Frage. Noch 10 Sekunden. Ein Fragezeichen ist noch. War das nicht gerade Kapkan? Ich verstecke erstmal die Drohne. Naja, verstecken ist relativ auf dem Licht. Hier ist viel zu helfen, die Drohne. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Warum wurde der eigentlich zurückgeholt? Warum? Naja. Oh, Clash. Sie hat ja eine Mütze auf. Alibi mittendrin. Das letzte Fragezeichen ist bestimmt hier hinten. Frau Frost haben sie. Oh, na, die ist nicht schlecht, die Kameraposition. Vielleicht kann ich sie mir merken. Ja, ich mach vielleicht mal auf, wenn ich da gerade so jemanden klopfen sehe. Nicht, dass es dann heißt 1 gegen 5 und ich mich dann beschwere, warum hat mein Team nichts gemacht? Ja, weil die Wände zu waren. Twitch ist aber echt weit vorne. Wo ist Twitch jetzt eigentlich? Da hinten. Und hier ist jemand in der Nähe, die haben vielleicht Krabschfrau. Das war jetzt Maestro-Kram, der gelärmt hat. Wo war hier nochmal die stationäre Kamera? Pisser, da ist Clash, da ist er. Okay, über der Treppe da, die muss ich mir auch endlich mal merken. Ob ich jetzt auf Clash treffe. Oh, glaube ich, hätte jemand auf mich geschossen. Das war Grabschrau. Ganz sicher war das Grabschrau. Wobei es kam keine Schussanzeige. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Na toll. Auf Turmen Ace. Hätte ich mir denken können. Oh Gott, da ist Clash. Wen habe ich denn jetzt verletzt? Nicht Grabschrau. Hab ich Clash verletzt? Mal gucken, ob man das nochmal sehen kann, wenn man nochmal zurückspult. Stimmt, 1 gegen 5, da habe ich jetzt selbst vergessen. Da stürmen die doch. Ich wollte aber auch unbedingt schon mal irgendwo aufmachen. Naja, ich hätte einfach eher loslaufen sollen. Dann hätte Twitch schon eher was machen können. Die waren nämlich sehr offensiv. Ist da eigentlich wie gemacht für Kapkan, oder? Hier gibt es doch so viele Möglichkeiten. Und wenn wir Bombe spielen, kann ich ja sogar die Türen um unsere Bomben sichern. Und da tappt ganz sicher jemand rein. Macht das ja auch selbst zu gerne. Wenn ich gerade so Frau Frost sehe, ja, zuletzt habe ich ganz schön auf Willkommensmatten geachtet. Wobei es noch gar nicht lange her, da bin ich auf Bank in einer reingetappt oben. Die eine weggemacht und die andere rein. Die Bomben weiter schützen. Gut. Erstmal Minen verteilen. Auch wenn Twitch die jetzt schon kaputt machen könnte. Bei 5 Minen, nee. Verzichte ich darauf. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Hat die mich ausgetrickst, ey? Ich fass es nicht. Da kennt schon mal jemand eine Kapkan-Mine. Hoffentlich merkt er sie sich nicht. Ja, die ist so auffällig. Sieht zwar ziemlich böse aus, aber das sieht man doch als Gegner viel deutlicher. Da wird eher niemand hocken. Deswegen kommt es auf diese Seite. Ist das hier Außenwand? Nee. Machen wir hier mal zu. Der Turm ist irgendwie entspannt, da gibt es keine Außenkameras. Das ist der einzige Vorteil von Turm. Feind verstärkt! Ist schon jemand zu hören. Oh oh. Ich hab da noch eine. Warum geht das hier nicht? Sterbe ich gleich. Ach, hier ist ja schon eine. Ich sterb. Hinter mir. Wenn ich doch bloß wüsste, welche Räume neben, welcher Raum neben einem Raum ist.
Kartenkenntnis, dann würde ich mich viel sicherer fühlen, dann würde nicht so oft so viel Grütze dabei rauskommen. Find Scan Assist. 4 Cup-Kamin legen aus. Eigentlich hängen sie aus. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Jetzt verletzt. Ah! Na hallo. Eine Cup-Kamine wurde gefunden. Wäre lustig, wenn es gerade der gewesen wäre, der mit der Drohne da unterwegs war und mein Plätzchen beobachtet hat. Grabschrau gegen Maverick. Ich versuche der Grabschrau mal zu helfen. Und Rundensieg. Dass ich auch jemanden abgegriffen habe, wenn auch etwas später, macht mein Ableben nicht mehr ganz so schlimm. Wie er sich mit dem Kopf gegen die Wand lehnt. Ich werde wieder abwarten, was meine Teamkollegen nehmen. Ansonsten weiß ich noch nicht, wen ich nehme. Wobei doch, ich weiß, wen ich nehme, aber nur wenn Termit nicht genommen wird. Oh, wir haben schon EMP-Mann. Ich hätte ansonsten Nomad genommen. Was noch bei Nomad cool wäre, wenn man die Luftheber wieder einfach mitnehmen könnte aus der Distanz heraus. Also zu sich saugen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Weil die Dinger platzierst du ja in deiner Nähe, die wirken ja nicht lange und wer will denn hier Papier auf? Und dann musst du die ja ständig mitnehmen, wenn du weiterkommst. Was hängt denn hier? Ein Aschenbecher? Hä, was ist das denn? Vielleicht ein Hinweis auf ein neues Operatorgerät. Okay, das war jetzt... Es war ein Franzose, ja, aber... Welcher von beiden habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Einsatz in 5 Sekunden. Jetzt. Entschärfer ist jetzt. Ich sag's mal Schluss. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Du hast Sack den Entschärfer fallen gelassen. Keine Drohne. Eine übergroße? Nein. Oh, schon hier runtergerannt. Da ist zum Glück nicht offen, weil da könnte man reinfallen. Diese Grabschau haben sie wieder. Wenn, dann kommt die eher von hier. Deswegen gucke ich mal jetzt etwas länger in die Ecke. Jokan ist leider schon weg. Nein! Genau in dem Moment. Hätte mir auch gut vorstellen können, dass da jemand im Mittelgang mal langkommt. Aber genau in dem Moment kommt da, wo ich die ganze Zeit eigentlich hingucken wollte. Überwiegend kommt da der Gegner lang. Kessel haben sie, ja. Den kennen wir aber schon. Der andere ist halt ein Franzose, der nicht mehr da ist. Herzschlagmann und Grabschfrau gegen 3 von uns. Hier kann ich noch am ehesten helfen. Da hat jemand Licht an? Ach, eine EMP. Links von uns ist jemand. Da haben sie ja gar nicht zugemacht. Da ist ja bloß Pappe. Gucken, ob EMP-Mann das überlebt. Ein Gegner verbleibt. Frage beantwortet. Ich glaube, ich werde markieren, wenn ich kann, weil wir noch einen weiteren Teamkollegen haben, der auch wissen soll, wer die Gegner sind. Da ist mir das Drohnenüberleben gerade unwichtiger. Deswegen markiere ich wie wild oder versuch's zumindest. Herzschlagmann, das Blöde ist, der kann halt gucken, wo die Gegner sind. Da ist aber auch gerade kampfunfähig. Und unsere sind ja zu zweit. Also im 1 gegen 1 ist Herzschlagmann blöd.
Wenn es wirklich heißt, ein Verbleibender gegen einen Gegner. Weil dann kann er sich voll auf den konzentrieren mit seinem Herzschlagsensor. Ich habe das Gefühl, er räumt noch Ash ab, der Herzschlagmann. Ich hoffe, ich täusche mich, da fliegt was. Das war eine Blend von Ash. Jetzt tapst jemand links, ich glaube, das ist Ash. Ash hat noch volle Lebensenergie. Ich hoffe, ich kann mich noch nützlich machen. Die beiden vom FBI. Ash kriegt... Ah, der hat eine Schrotflinte dabei. Der Herzschlagmann ist natürlich auf die Entfernung blöd. Da dürfte Ash dann wieder etwas im Vorteil sein. Ich hoffe, sie bleibt auf Distanz bei ihm. Und bekommt ihn noch. Aber warum schießen die sich hinten eigentlich ab? Vor uns sind die Bomben. Beziehungsweise rechts von uns sind die gerade. Ash kriegt gar keinen Schaden. Also sie schießt ständig, aber... Ist die Frage, schießt sie ins Leere oder sieht die den ständig? 15 Sekunden. Aber sind wir da entschärfen? Oder den jetzt wirklich mal kalt machen? Okay, entschärfen. 10 Sekunden. Oh, jetzt wird's spannend. Bleiben noch 5 Sekunden. Der wird die Ash jetzt suchen. Aber sie hat platziert. Super. Hoffentlich kommt der in der Tür entlang. Oder vor Ash. Ich guck lieber mal auch in die Richtung. Das links von uns, Pistolenmann. Da hinten, okay. Da, rot. Achtung, jetzt kommen die beide in der Tür aufeinander. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Und Herzschlagmann verliert mit seiner Schrotflinte, die er auch dabei hat. Haben wir ja gehört. Oh, da hatte sie sogar. Oh, hat sogar geschossen. Ich habe mich in Ash getäuscht und das ist gut. Aber wohl habe ich mich nicht gefühlt. War keine gute Turmpartie für mich persönlich. Mal gucken, ob und wann das noch mit uns was wird. Mit mir und Turm. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.